Freunde sind schockiert, als sie Foto von nächtlicher Wanderung ansehen. Gruppe von Jugendlichen will auf alter Burg in England Geist gesehen haben. Totnes, Großbritannien. Mitten in der Nacht begaben sich im britischen Totnes sechs Freunde zum Derry Pomeroy Castle. Viele Legenden spinnen sich um die alte Burg. Auch die Teenager wollen etwas Mysteriöses entdeckt haben. Als wir ankamen, konnten wir Lichter sehen und dachten, es wäre die Security, erinnert sich Chloe Armstrong, 19. Wir gingen hinunter und auf die Burg zu, in der wir ein Geräusch hörten, aber wir sind nicht sicher, was es überhaupt war. Aus Reflex machte Chloe ein Foto. Es zeigt ihren Kumpel mit einem Smartphone in der Dunkelheit stehen, im Hintergrund erhebt sich die düstere Burg. Doch was einem sofort ins Auge fällt, ist das merkwürdige Nebelgebilde, was neben Chloes Freund schwebt. Wir haben komische Geräusche gehört, da hab ich ein Bild gemacht und das ist dabei rausgekommen. Dass ich mir jetzt in die Hose mache, wäre untertrieben, schreibt die Britin auf Facebook. Nicht nur Chloe und ihre Freunde wollen im weißen Nebelfetzen etwas Gruseliges sehen, auch die User spekulieren in den Kommentaren, was den Freunden begegnet sein könnte. Viele sind sich sicher, es können nur Geistern sein. Eine Facebook-Seite, die sich ausschließlich mit paranormalen Aktivitäten auf dem Derry Pomeroy Castle beschäftigt, ist hoch erfreut über Chloes Sichtung. Vielen Dank für die Veröffentlichung, schreiben die Betreiber der Seite. Das Foto ist sehr interessant und sieht aus wie die Pomeroys Pferde, die im Laufe der Jahre schon oft gesehen und gehört wurden. Die gruselige Legende besagt, dass einst zwei Brüder bei einem Angriff im 15. Jahrhundert mit ihren Pferden von den Burgzähnen gesprungen und gestorben waren. Damit die Tiere nicht sahen, was man mit ihnen vorhatte, verband man ihnen vor dem Todessprung die Augen. Auch Chloe vermutet laut Daily Star, dass die Geisterpferde noch immer auf der Burg umherspuken. Viele Leute denken, dass die Tiere jemanden jagen. Das glaube ich zu 100% auch. Ich war noch nie dort gewesen. Wir wollten eigentlich auch nie zur Burg gehen, bis Tüller uns dann mal sagte, dass es dort spuken soll. Deshalb sind wir dorthin gereist. Seit dem Erlebnis glauben Chloe und auch ihre Freundin an Geister. Dieses Foto hat ausgereicht, um mich glauben zu lassen, erklärt sie.